Herzlich willkommen zu einem neuen Stadtgespräch Böblingen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sind wieder zu Gast in der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Daniel Ries. Er ist heute unser Gast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass Sie da sind. Sie sind, jetzt muss ich aufpassen, aus dem Feuerwehrmann aus dem gehobenen technischen Dienst bei der Feuerwehr Böblingen. Genau, ich bin Einsatzbeamter im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst, dort im Bereich der Einsatzplanung und der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Ich fungiere im Einsatz als Einsatzleiter vom Dienst unter anderem und bin somit in einem spannenden Bereich tätig, genau. Das heißt, Sie koordinieren im Zweifel vor Ort dann auch die Rettungskräfte? Genau, sozusagen. Ja, aber das ist heute gar nicht mal unbedingt unser Thema, so schwere Unfälle oder Brände, sondern Sie leiten auch eine Gruppe, die relativ neu ist bei der Böblinger Feuerwehr und die es hier in der Region eigentlich nicht bis ganz selten gibt, nämlich die Gruppe Reptilien und Schlangen. Was machen Sie da? Jagen Sie Blindschleichen oder was tun Sie? Ja, zum einen muss man sagen, dass wir mit unserer neuen Spezialgruppe einen Teil unserer Haupttätigkeit im Prinzip optimieren. Denn neben der normalen Brandbekämpfung und der Rettung von Menschen aus lebensbedrohlichen Notlagen gehört auch die Rettung von Tieren zu einer Pflichtaufgabe der Feuerwehr. Hinzukommend muss man sagen, dass sich natürlich immer mal wieder eine heimische Schlange oder ein heimliches Reptil in einem Vorgarten oder wie beispielsweise bei unserem letzten Einsatz in einem Lichtschacht verirrt, was dann natürlich immer bei der Bevölkerung zu einer entsprechenden Verunsicherung führt. Und hinzukommend sei vielleicht ebenfalls noch erwähnt, dass die Faszination an wirklich exotischen Giftschlangen in der Bevölkerung tatsächlich zunimmt. Das heißt, es gibt Menschen, die halten sich eine wirklich sehr, sehr giftige Schlange zu Hause im eigenen Terrarium, was natürlich dann in einem Notfall für uns ebenfalls zur Herausforderung werden könnte. Sie haben jetzt gesagt, Tierrettung gehört dazu. Das heißt, Sie retten eher die Tiere und nicht die Menschen vor den Tieren. Also wir retten natürlich die Menschen vor den Tieren, beziehungsweise wir müssen natürlich immer schauen, um was es sich handelt. Man muss da auch ein Stück weit definieren. Also wir haben auch in Süddeutschland gewisse Tierrettungsorganisationen, die aber hauptsächlich für den Bereich der medizinischen Versorgung von Tieren zuständig sind. Und wir übernehmen im Prinzip den Part der technischen Rettung. Jetzt ist ja so, die Menschen sind, stelle ich mal einfach so in den Raum, nicht mehr allgemein grundsätzlich mit heimischen Schlangen beispielsweise vertraut. Die Schlangen selber haben ja auch nicht mehr so diese Gebiete, in denen sie vorkommen. Also eine Blindschleiche, ich habe es gesagt, kann man vielleicht noch erkennen. Bei einer Kreuzotter wird es schon schwierig, aber wir haben ja noch mehr Schlangen und da sind ja auch zum Teil giftige dabei, oder? Tatsächlich, wir blicken gerade mal auf den Schwimmbuch. Also da gibt es natürlich auch heimische Schlangenarten, Ringelnattern. Ja, wie gesagt, unter anderem auch giftige Schlangen. Man muss jedoch unterscheiden, also sie sind nicht vergleichbar wie natürlich Schlangen aus dem Amazonas oder aus dem exotischen Bereich zum Beispiel. Also es gibt auch giftige Schlangen, die jetzt nicht primär zum Tod führen. Natürlich, wenn es jetzt irgendjemand treffen sollte, der vorerkrankt ist, könnte das natürlich zu Problemen führen. Aber natürlich ist es prinzipiell schwierig, es natürlich einzuschätzen, um was für ein Tier es da sich letztendlich handelt. Machen wir es mal konkret. Ich bin auf dem Sonntagsspaziergang im Schönbuch. Normalerweise wird die Schlange eher sich wegbewegen von mir, aber wenn es jetzt doch irgendwie eine unangenehme Begegnung gibt und ich werde gebissen, was mache ich? Ja, also in so einem Fall könnte es sich natürlich zu einem Notfall entwickeln. Man weiß nicht, um was es sich für ein Tier handelt. In dem Fall auf jeden Fall immer die 112 rufen. Da kommt man dann dementsprechend auch bei uns in der Feuerwache raus. Wir haben die integrierte Rettungsleitstelle bei uns im Haus, die für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr zuständig ist, das heißt für den Rettungsdienst, für die Feuerwehr. Und dementsprechend entscheiden dann die Disponenten, was die richtige Hilfe für den Betroffenen ist. Man sagt ja immer, idealerweise hat man das Tier oder jetzt werde ich ja nicht, wenn ich gebissen werde, noch in aller Ruhe versuchen, die Schlange zu fangen, aber vielleicht könnte ein Foto helfen, oder? Das ist tatsächlich auch eine super Vorgehensweise. Das war auch bei unserem letzten Einsatz so, dass der Bewohner tatsächlich sofort ein Foto von dieser Schlange gemacht hatte. Man muss vielleicht dazu erwähnen, wir sind dann an der Einsatzstelle eingetroffen. Die Schlange war in diesem Fall doch schneller als die Feuerwehr. Also sprich, die hatte sich schon aus dem Staub gemacht, aber anhand dieses Fotos konnten wir natürlich herausfinden, dass es sich um eine ungefährliche Ringelnatter im Prinzip gehandelt hatte. Aber die Aufregung ist natürlich groß. Absolut, man weiß natürlich nicht, um was es sich handelt. Genau. Jetzt haben Sie vorher gesagt, es gibt viele Menschen, die sich in Terrarien dann auch Reptilien halten, Amphibien und natürlich Schlangen. Das nimmt zu.
woher wissen Sie, ob jetzt so eine Schlange dann gefährlich ist? Ich meine, wenn ein Besitzer morgens sein Terrarium anguckt und es ist leer, dann hat er ein Problem. Sozusagen, genau. Also wir können es natürlich schwer einschätzen. Gut ist es natürlich immer, wenn wir noch den Halter dieser Schlange antreffen, der uns dann mit Informationen versorgen kann. Aber wenn es dann natürlich vorkommt, dass wir in irgendwelche Wohnungen rein müssen, aufgrund zum Beispiel eines medizinischen Notfalles oder der Patient wäre nicht mehr ansprechbar, dann ist es natürlich für uns sehr schwierig. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, spezielles Personal für dieses Thema auszubilden. Gutes Stichwort. Wie bildet man jemand aus für Schlangenrettung? Also wir schicken unsere Kameradinnen und Kameraden nach Niedersachsen. Dort befindet sich eine private Schlangenfarm, die unter anderem mit der Feuerwehr Düsseldorf kooperiert, die ebenfalls solch eine Spezialgruppe hat. Und dort werden dann tatsächlich Rettungskräfte aus den verschiedenen Organisationen ausgebildet. Aber es gibt ja Hunderte, Tausende von Schlangen weltweit, Arten von Schlangen. Die können die doch nicht alle in Düsseldorf haben, oder? Tatsächlich nicht, aber dort werden wirklich sehr giftige Schlangen vorgehalten. Es gibt über 3000 Schlangenarten weltweit. Und wie gesagt, den Kollegen wird dann anhand gewisser Merkmale, zum Beispiel die Augen ist so ein typisches Merkmal, sprich wenn die Pupillen schlitzförmig sind, heißt es oft, dass es giftige Schlangen sind im Vergleich zur runden Pupille. Also unsere Kollegen, die sind da zwischenzeitlich richtig fit. Ich habe mich auch mit denen unterhalten. Also da lernt man noch einiges selbst. Und die wissen wirklich Bescheid. Ja. Aber Sie haben jetzt nicht in der Feuerwache auch mal noch schon ein Terrarium aufgestellt, wo sie ein bisschen üben. Das haben wir noch nicht. Es wird vermutlich auch nicht kommen. Ich weiß nicht, wie die Kollegen reagieren würden. Also bisher noch nicht geplant. Genau. Vielen Dank bis hierher, Daniel Ries, meine Damen und Herren. Sehr gerne. Nach einer ganz kurzen Pause erfahren Sie noch einiges mehr. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen, heute mit Daniel Ries. Er leitet bei der Böblinger Feuerwehr die Einsatzgruppe Amphibien und Schlangen. Wir haben jetzt schon einiges gehört. Mich würde jetzt noch mal interessieren, wie läuft denn so ein Einsatz konkret ab? Sie kriegen einen Notruf, ich habe eine Giftschlange, ich finde sie nicht mehr in meinem Terrarium, was machen Sie? Genau, also im Prinzip geht bei uns der Notruf ein, sei es eventuell über die Polizei oder durch den Schlangenhalter konkret. Dementsprechend bewertet der zuständige Disponent diesen Einsatz und wird dann gegebenenfalls die Feuerwehr dorthin schicken. Unsere Kollegen fahren dorthin. Wir haben ein Fahrzeug, was speziell für sowas ausgelegt ist. Das ist so ein sogenanntes KEF, ein Kleineinsatzfahrzeug, wo mit Materialien ausgerüstet, um solch eine Schlange im Prinzip einzufangen. Dann wird natürlich im Vorfeld erkundet. Wir probieren, den Halter anzutreffen, um Informationen zu erhalten, um was es sich für ein Tier handeln kann, ob es natürlich giftig ist, was sehr wichtig für uns ist. Und dann schauen wir im Prinzip weiter, wo könnte sich diese Schlange aufhalten, wo hätte sie sich verstecken können, ist sie vielleicht sogar aus der Wohnung raus. Man weiß es nicht, man probiert sie zu identifizieren bzw. ausfindig zu machen. Und wenn wir sie dann gefunden haben, dann geht es natürlich darum, dieses Tier einzufangen. Wir suchen natürlich auch immer den Kontakt zur Naturschutzbehörde, um da einfach ebenfalls nochmal Regularien abklären zu können. Und schauen dann, wo wir diese Schlange im Prinzip unterbekommen. Genau. Das heißt, Ihre Kollegen und Sie selber sind nicht nur ausgebildet in der, sage ich mal, Schlangenkunde. Sie wissen, um welches Tier es sich handelt, sondern Sie müssen auch ein Stück weit die Verhaltensweisen kennen. Geht die eher ins Dunkle, versteckt die sich in der Wärme? Muss ich die im Heizungskeller suchen oder geht die eher raus Richtung Wasser? Solche Dinge müssen Sie ja alles dann auch zumindest grob beherrschen. Genau, richtig. Also wie gesagt, unsere Kollegen, die werden da sehr gut ausgebildet. Die Ausbildung geht auch über 3 Wochen. Also die sind in der Theorie sowie in der Praxis ausgebildet. Und wie gesagt, wichtig ist es einfach zu erfahren, um was es sich für ein Tier handelt, um was für eine Art und dann auch dementsprechend weitere Schritte einleiten zu können. Jetzt haben wir viel über Schlangen gesprochen, aber Sie kümmern sich auch um andere, für manche sehr unliebsame und erschreckende Tiere, nämlich Spinnen zum Beispiel oder Skorpione. So ist es. Gehört alles dazu. Wie gesagt, es besteht eine gewisse Faszination in der Bevölkerung und da gehören natürlich auch Schlangen, Vogelspinnen, Skorpione, also der sämtliche Bereich der Reptilienarten im Prinzip da dazu. Das heißt so der Klassiker, ich kaufe eine Banane im Supermarkt oder eine Bananenkiste und dann kommt da eine schwarze, haarige Spinne raus. Schnell anrufen und denken, Vorsicht, nicht selber fangen. So ist es, genau. Also wir kommen da gerne vor Ort und gucken uns das Ganze an und helfen dann natürlich auch. Nimmt es eigentlich zu, auch durch den Klimawandel? Weil es werden ja neue Arten
von Reptilien und Spinnen bei uns heimisch. Kommen da auch gefährlichere zu uns? Also heimische weniger, sage ich jetzt mal. Wir können es natürlich auch schwer bewerten, ob das mit dem Klimawandel zu tun haben könnte. Für uns ist tatsächlich das Thema, dass, wie gesagt, exotische, sehr, sehr giftige Schlangen ins Land geholt werden, übers Internet oder über entsprechende Kanäle, die uns dann tatsächlich wirklich beschäftigen und auch wirklich vor große Herausforderungen stellen. Ja, also so die Klapperschlange im Wohnzimmer, aber das muss nicht wirklich sein. Muss nicht unbedingt sein. Ich glaube auch nicht, dass das für die Tiere so ein Vergnügen ist. Ich denke auch nicht. Jetzt aber noch eine andere Frage. Grundsätzlich zur Feuerwehr. Sie leiten jetzt diese Einsatzgruppe. Die Feuerwehr hat mehrere solche Gruppen. Was gibt es da noch und warum spezialisieren Sie sich so? Ja, also als Feuerwehr einer Kreisstadt müssen wir natürlich auch mit der Technologie voranschreiten. Es passiert viel in der Welt. Elektromobilität bringt natürlich auch immer Themen für uns mit. Aber unter anderem halten wir natürlich auch den Gefahrstoffzug bei uns vor. Also sprich, gemeinsam mit der Feuerwehr Herrenberg bedienen wir im Prinzip den südlichen Bereich des Landkreises Böblingen, falls da irgendwelche Gefahrstoffunfälle passieren. Wir verfügen zum Beispiel über eine sogenannte ERHT-Gruppe. Diese Gruppe beschäftigt sich mit der Rettung aus Höhen und Tiefen bis zu 30 Metern. Also 30 Meter ist eine Hausnummer. Sprich, hier haben wir spezielles Personal, falls wir eine Menschenrettung durchführen müssen, wo wir nicht mit der Drehleiter zum Beispiel hinkommen. Wir haben unter anderem für die spezielle Brandbekämpfung Spezialgruppen, sprich Tunnelbrandbekämpfung, Vegetationsbrandbekämpfungen, aber auch im Bereich der technischen Hilfeleistung, die schwere technische Hilfeleistung bei Bahnunfällen, bei LKW-Unfällen. Genau, also sprich, wir müssen uns breit gefächert aufstellen, was wir natürlich auch tun und dementsprechend ja, sind wir relativ leistungsfähig. Vielen herzlichen Dank, Daniel Ries. Die beste Feuerwehr ist die, die man nicht braucht, die man nur für den Notfall hat. Das ist wünschenswert, dass Sie nicht zu viele Einsätze haben, meine Damen und Herren. Das war unser Stadtgespräch Böblingen heute mit einem, wie ich finde, sehr ungewöhnlichen Thema. Schauen Sie weiter bei Regio TV, finden Sie noch weitere schöne Themen. Schönen Abend.